In diesem Video möchte ich dir den Telekom Speed Home WLAN Adapter vorstellen. Bei diesem Gerät handelt es sich um den Telekom Speed Home WLAN Adapter. Dieser ist nicht einfach nur ein WLAN Repeater, sondern dieser unterstützt auch die Mesh-Technologie. In dem Fall bei dem Telekom Mesh-Netzwerk können bis zu 6 Geräte vorhanden sein. Einmal der Mesh Master, im Regelfall ist das halt der Router, und bis zu 5 solche Erweiterungen. Damit schaffen Sie ein optimales WLAN zu Hause, das heißt also die optimale WLAN-Abdeckung in jedem Raum Ihrer Wohnung. Der Repeater nutzt Dual WLAN, das heißt, dass 2,4 und 5 GHz Band werden gleichzeitig unterstützt. Dabei wird der neueste WLAN-Standard AX oder Wi-Fi 6 genutzt. Ältere Standards sind kompatibel, also zum Beispiel WLAN AC oder WLAN N. Besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeiten werden durch die MIMO-Technologie ermöglicht, in Summe bei dem Gerät bis zu 4,8 Gigabit pro Sekunde oder 4800 Mbit pro Sekunde. Für die 2,4 GHz werden 2 Antennen verwendet und für die 5 GHz Nutzung sind 4 Antennen verbaut, das heißt damit auch eine optimale Funkversorgung im Haus. Der schwarze Speed Home WLAN Adapter erschien Mitte 2021 zusammen mit dem Speedport Pro Plus und dem Speedport Smart 4. Auch diese unterstützen Wi-Fi 6. Vorgänger ist hier der weiße Speed Home Wi-Fi. Diese unterstützt nur WLAN AC, also etwas langsame Geschwindigkeiten, also Wi-Fi 5. Um den neuen Wi-Fi 6 Standard nutzen zu können, müssen alle Geräte im Mesh-Netzwerk diesen Standard auch unterstützen. Das heißt, der Speed Home WLAN Adapter muss entweder in einem Speedport Smart 4 angemeldet werden, der ebenfalls Wi-Fi 6 kann, oder hier am Speedport Pro Plus, alle in Mitte 2021 erschienen. Wenn Sie einen älteren WLAN-Router der Telekom haben, zum Beispiel das Speedport Smart 3 oder andere Vorgängermodelle, dann benötigen Sie 2 dieser Speed Home WLAN-Adapter, um ein Wi-Fi 6 Mesh-Netzwerk aufzubauen. Zum Lieferumfang gehört alles, was Sie für die Inbetriebnahme brauchen. Es gibt hier die Bedienungsanleitung, hier die Schnellstartanleitung, wie Sie ihr am schnellsten anlernen können. Dann haben wir hier das Netzteil für die Stromversorgung für den WLAN-Repeater. Wir haben hier ein kurzes Netzwerkkabel. Dieses können Sie zum Beispiel dafür nutzen, wenn Sie den WLAN-Repeater als Mesh-Master nutzen wollen an einem älteren Telekom-WLAN-Router. Und wir haben hier noch eine Wandhalterung, falls Sie das Gerät nicht einfach irgendwo hinstellen möchten. Dann können Sie hier auch diese Wandhalterung nutzen, um den Speed Home WLAN Adapter letztlich an die Wand zu schrauben. An der Rückseite befindet sich hier ein Ein- und Ausschalter. Daneben ist die Buchse für das Steckernetzteil und hier in Gelb 2 Ethernet Netzwerkports mit Gigabit Geschwindigkeit. Hier kann zum Beispiel ein Computer im Arbeitszimmer angeschlossen werden oder auch Ihr Telekom Media Receiver für Magenta TV, zum Beispiel auch um eine alte WLAN Bridge zu ersetzen. Und hier hinten haben wir noch den Reset-Button oder Reset-Knopf, um die Werkseinstellung wiederherzustellen. Hier oben am Gerät habe ich eine Statusleuchte, die zum Beispiel grün, orange oder rot leuchten oder blinken kann. Hier ist dann auch erklärt, was welcher Status bedeutet. Und hier unten habe ich die Plus-Taste zum Hinzufügen zum WLAN. Und auch hier gibt es verschiedene Farben und die Erläuterung, was das zu bedeuten hat. Die Inbetriebnahme ist kinderleicht. Ich habe jetzt das Netzteil bereits mit dem Strom verbunden und stecke hier den Stecker an der Rückseite ein. Jetzt muss man etwa eine Minute warten, bis diese Plus-Taste hier unten pulsiert und dann geht es weiter. So, man sieht jetzt hier die Taste pulsieren. Um jetzt zu verbinden, drücke ich zunächst am Speedport-Router die Plus-Taste. Jetzt sagt er auch, ich habe 2 Minuten Zeit für die Anmeldung eines anderen Gerätes. Drücke jetzt hier einmal die Plus-Taste und die beiden Geräte werden jetzt, ohne dass ich irgendwelche Zugangsdaten oder anderes eingeben muss, miteinander verbunden. So, sobald hier unten die Lampe erloschen ist und die Lampe hier oben dauerhaft grün leuchtet, ist das Gerät optimal verbunden, auch so wie es sein soll, mit Mesh-Funktionen. Wenn die Lampe jetzt zum Beispiel orange wäre, dann müsste man nochmal prüfen, woran es liegt, dann wäre zum Beispiel die Mesh inaktiv. Aber in jedem Fall alles in Ordnung. Wenn das Gerät zu blinken anfängt, dann kann sein, dass hier nochmal ein Firmware-Update installiert wird, um so die aktuellste Firmware zu haben, also gerade wenn Sie es jetzt neu gekauft haben, das ist also auch ganz normal. Wenn ich die Verbindung der beiden Geräte nochmal im Detail prüfen möchte, können Sie auf das Menü vom Speedport-Router gehen, indem Sie unter speedport.ip einloggen, dann hier auf den Punkt Netzwerk, verbundene Geräte
Und dann hier dieses zweite Symbol mit den Kullern. Sehe hier das Speedport Smart 4, was ich in Verwendung habe. Und hier den Speed Home WLAN Adapter. Ich sehe hier die grüne Verbindung für sehr gutes Signal. Und hier auch nochmal die Geschwindigkeit im Downstream 3,2 und im Upstream 3,6 Gigabit pro Sekunde. Und die gestrichelte Linie zeigt mir an, dass es auch per WLAN, also kabellos, verbunden ist. Wenn Sie den Repeater in einem entfernten Raum aufstellen wollen, wo das ankommende WLAN-Signal vielleicht zu schwach ist, Sie aber eine Netzwerkverkabelung haben, dann ist es auch möglich, den Speed Home WLAN-Adapter per Netzwerkkabel anzuschließen. Für die Einrichtung gehen Sie letztlich genauso vor wie eben erklärt. Das heißt, erstmalig richten Sie das Gerät in der Nähe des Routers ein, verbinden das Ganze über die beiden Plus-Tasten und anschließend bauen Sie den Repeater ab. Ich habe das hier mal beispielhaft gemacht und mir den separat hingestellt, per Netzwerkkabel verbunden. Schließen jetzt am Strom an. Und jetzt wird die Verbindung über das Netzwerkkabel hergestellt. Also egal, wo das Gerät dann steht, solange das Netzwerkkabel mit Ihrem Router verbunden ist, können Sie so die Verbindung zum Router herstellen. Im Menü des Speedport-Routers sieht man, dass das Ganze auch geklappt hat. Ich habe jetzt hier eine durchgehende Linie mit 1 Gigabit. Hier rechts ist erklärt LAN-Verbindung, also Netzwerkkabel, und die Geräte sind verbunden. Letztlich können Sie so Ihr Mesh-Netzwerk auch über weite Entfernungen erweitern. Zum Beispiel, wenn Sie im Keller oder im Dachboden eine Netzwerkdose haben, wo sonst aber vielleicht das WLAN-Signal nicht ankommt, um es zu verteilen, dann können Sie dort letztlich per Netzwerkkabel das WLAN hinbringen und dann auch dort nutzen. Ja, wie kann so ein Mesh-Netzwerk aufgebaut sein? Ich könnte zum Beispiel hier im Wohnzimmer, wo meine Telefondose ist, den WLAN-Router stehen haben. Hier oben im Schlafzimmer zum Beispiel einen WLAN-Repeater, der per WLAN sich hier verbindet und dann hier oben im Schlafzimmer einen WLAN bereitstellt. Hier oben zum Beispiel das Arbeitszimmer könnte sich wiederum das Signal von diesem Repeater holen und verteilen und das Mesh-Netzwerk erweitern. Es könnte aber auch genauso gut hier per LAN-Netzwerkkabel angeschlossen sein. Oder hier unten zum Beispiel im Kinderzimmer oder Arbeitszimmer noch einen weiteren Repeater. Das heißt, ich habe hier die WLAN-Abdeckung im gesamten Haus. Und Vorteil vom Mesh-Netzwerk ist auch, dass ein Handover erfolgt. Das heißt also, wenn ich mit meinem Smartphone von einem Raum in den anderen gehe, wird die Datenverbindung direkt übergeben. Das heißt, ich habe keinen Verbindungsabbruch, wie man es vielleicht von früher kennt, sondern ich kann letztlich das Internet dauerhaft nutzen, ohne dass es unterbrochen wird. Speed Home WLAN können Sie entweder einzeln kaufen oder als Endgeräte-Service-Paket mieten. Das Ganze gibt es auch als WLAN-Bundle oder WLAN-Paket, S, M und L aktuell. Beim L-Paket sind zum Beispiel zwei dieser Repeater schon mit dabei. Oder es gibt auch ein Bundle zum Beispiel mit dem Speedport Smart 4 und einem dieser Repeater. Am besten einfach mal auf unserer Website schauen. Dort beraten wir Sie auch gerne zu den verschiedenen Tarifen und Anschlussmöglichkeiten. Wenn Sie zum Beispiel auf eine höhere Internetbandbreite wechseln möchten oder von einem anderen Anbieter zur Telekom wechseln möchten, beraten wir Sie gerne auch an unserer Hotline.